ich habe Schärfen bekommen. Alle messerartigen Waffen machen mehr Schaden. Alle scharfen Waffen machen mehr Schaden. Okay. Kann ihn ja mal ausprobieren. Ja, du hast, glaube ich, auch. Was hast du da? Einen Schraubenschlüssel? In der anderen Hand hast du nichts. Habe gerade. Sieht so aus, ja. Brauchst du ein Messer? Nein, ist eine Axt. Ja, kannst du mir mal hinschmeißen. Warte mal ganz kurz, was habe ich denn da? Hä? Oder hast du es etwa schon verkauft? Eigentlich nicht. Hä? Okay. Ah nee, Quatsch, da ist es doch, das Bowie-Messer, hier. Wo liegt's? Hab's schon eingesammelt, lustigerweise. Sehr gut. Genau, das Bowie-Messer nämlich. Messer kann ich nicht tragen. Okay, ich schmeiß dir mal das kleine Beil, heißt es, raus. Ich weiß nicht, ob du sowas tragen kannst. Das habe ich gerade in der Hand, die Kupferaxt steht. Achso. Könntet theoretisch zwei davon tragen. Ja, dann mach das mal. Dann werde ich das jetzt mal tun. So, dann kann ich natürlich auch beide Tasten auflegen. Doppelschlag. Den Schlag, um mit scharfen Waffen anzugreifen. Genau. Guck ich mal, ob das eine gute Kombination ist. Und unten, links unten hast du ja so eine Art Blood Pack, siehst du das? Links unten, das ist deine Lebensanzeige. Svenny? Ja? Siehst du das Blood Pack links unten? Ja, sehe ich. Oh, und da haben wir schon mal einen Boss. Ich leg Fernwaffen an, warte. Bitte. Okay, gut, passt. Feuer. Lege mal los, den machen wir platt. Der geht schnell runter. Ich hab mit Peng, mit dem Skill Peng, wunderbar, perfekt. Sehr schön. So, ich hab die Autoschrotflinte. Ah, oh. Eine gesegnete Jacke, aber das ist, der Unterschied zwischen der gesegneten und der blauen Jacke ist, die gesegnete hat, naja, wie man vom Namen vielleicht schon vermuten kann, spirituellen Widerstand, aber ganz ehrlich, spiritueller Widerstand? Gegen wen denn? Die Zombies machen jetzt sicherlich keinen Gedankenschaden. Nein, sehe ich auch so. Kennst du so, Gedankenschaden, ich weiß nicht, hast du schon ein paar MMORPGs gespielt? Oder vielleicht eins? Ja, habe ich schon. Okay, gut. Dann weißt du wenigstens, was ich damit meine. Okay, gut. Ja. Das ist immer gut. Ach so, richtig, genau. Und um das Bloodpack rum ist ja so ein gelber Kreis, ne? Und dieser gelbe Kreis, das ist Ausdauer. Und damit, wenn du jetzt beispielsweise eine Waffe hast und du hast ja beispielsweise Doppelschlag, der verbraucht eben Ausdauer und da geht dieser gelbe Kreis außenrum, der geht da zurück. Wenn der halt, naja, leer ist, dann hast du gerade keine Ausdauer, kannst also auch erstmal keine besonderen Aktionen nutzen, außer halt der Standardangriff. Das erklärt, warum der gelbe Balken mal rauf und mal runter geht. Okay, gut. So, da kommen sie alle auf einmal. Hier passiert bald Folgendes. Wir müssen jetzt hier vor und gleich auf der anderen Seite der Kisten den Weg in die Gegenrichtung. Und wenn wir wieder zurückkommen, dann werden wir vergiftet. Dieser Vergiftungsaspekt, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, habe ich, egal wie weit das ich bisher gespielt habe mit einem Charakter, wobei gut, der höchste ist Level 19, noch nicht wegbekommen. Es gibt zwar Möglichkeiten, ihn zu reduzieren. Moment, ich habe Sprengstoff. Es gibt zwar Möglichkeiten, ihn zu reduzieren, also beispielsweise für 8 Minuten kriegst du ihn halt nicht, also da bist du erstmal wieder gesund. Aber das ist nur eine vorübergehende Verbesserung.
Ich glaube, das Spiel ist etwas buggy bei mir, weil ich nicht komme, die du weggespielt. Okay. Du kommst da jetzt nicht raus, oder was? Nein, bei mir sind da Kisten. Habe gerade nachgeguckt. Aber auch keinen Sprengstoff. Siehst du mich hier rumlaufen? Also durch dich laufen und da durchlaufen. Okay, ich versuch mal, weil ich habe nämlich. Ja, toll. Ich kann den Sprengstoff nicht fallen lassen. Die sind ja witzig. Ich hab nochmal einen Packen Sprengstoff im Dings, aber ich kann den nicht fallen lassen. Das ist jetzt blöd. Hab Handgranaten, ich versuche es mal. Was bringen? Ja, was wegspringen. Ja, ich fürchte leider nicht. Aber auch bei mir. Aber ich komme da nicht weit. Okay. Wir machen mal Folgendes. Also ganz kurz noch. Du bist noch nicht infiziert, oder? Dein Blatt, das Blut im Bloodpack links unten ist immer noch rot. War noch rot. Okay, gut, sehr gut. Wenn es nämlich grün wäre, dann müsste ich, ist nämlich so, dass deine Gesundheit stetig abnimmt, also alle paar Sekunden, durch den Debuff, dass du infiziert bist. Wir machen mal Folgendes. Ja. Wir machen mal, ich gehe mal ins Menü, also wir machen mal hier kurz Break und dann joinst du wieder rein und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. So, ich gehe mal ins Hauptmenü. Du müsstest auch mal eben kurz raus. Ja, ich disconnecte mal. So, ich gehe ins Hauptmenü. Moment. So, ab ins Hauptmenü. Ja gut, ich sag mal so, es mag sein, es kann jetzt ein zufälliger Bug sein. Aber mal gucken, ob wir auf so Geschichten noch öfters stoßen. So, Spiel starten mit meinem Attentäter. Und Menü, Multiplayer anschalten. So, du müsstest wieder reinkommen können. Ja, ich finde dich. Das ist immerhin sehr beruhigend, dass der. Oh. Ich bestätige dich. Au. Alter. War knapp. Yep. So, die Kisten liegen bei mir da immer noch. Ja, ja, bei mir jetzt auch. So, ich habe jetzt aber auch wieder zwei Packen Sprengstoff. Auch wieder sind die Kisten. Das ist ja lästig. Okay, ich würde Folgendes empfehlen. Moment, ich mach den mal eben weg. Ich geh mal eben kurz weiter und du gehst raus und kommst wieder rein. Vielleicht bringt das was. Weil ich bin ja der Host und du leistest mir ja Gesellschaft. Theoretisch müsstest du dann bei mir joinen, also nach der Barrikade. Ja. Und noch eine zweite. Bitte? Barrikade? Ob du noch eine zweite Barrikade hast? Nein. Weine ich jetzt mal. Ich bin jetzt sogar schon aus dem Gebäude draußen, da warte ich jetzt auch mal. So die Theorie. Ich bin mal gespannt, ob das auch der Praxis entspricht. Da im Gebäude. Und die Kiste ist auch wieder da. Okay. Ich gehe mal, warte mal, finde einen Weg zum Radiosender. Weißt du was? Geh mal nochmal raus. Ich komme nämlich gleich zu einem Punkt, da kriege ich wieder einen Speicherpunkt. Da geht's nämlich jetzt in die nächste Episode, beziehungsweise in den nächsten Teil von der Episode. Und jetzt kommst du wieder rein. Ich bin jetzt sozusagen in Episode 5, Teil 2. Und da sind wir nämlich jetzt am Bahnhof, am Güterbahnhof. So, ich bestätige dich. Mal gucken, was passiert. Hoffen wir, hoffen. Ah. Und schon bin ich bei dir. Yippie!
Ich rede gerade mit dem Tinks. Ich weiß nicht, siehst du denn die Konversation? Ja, die sehe ich. Okay, sehr gut. Sehr schön. Also man kommt drumherum, hervorragend. Es ist jetzt halt eine kleine Lücke, aber ganz ehrlich, ich hatte, glaube ich, in der Zwischenzeit ein oder zwei Zombies. Also du hast nichts verpasst. Juhu. Jetzt ist natürlich die Frage, an der Stelle, wollen wir hier an der Stelle einen Break machen? Wir haben 19. Können wir gerne machen. Um 19:47 Uhr, bevor wir jetzt groß weitermachen, hätte ich gesagt, wir machen hier vielleicht einen Break und die nächste morgen, übermorgen weiter, je nachdem wie es bei dir passt, da reden wir später. Ja. Falls du jemanden kennst oder falls du jemanden kennst, wenn oder du da draußen, der hier zuschaut, wir haben noch Keys für Trap Dead Lockdown. Einfach, wie ich schon in mehreren Folgen gesagt habe, einfach das Video mit Ja, ich will kommentieren, also gebt mir euer Ja, dann kriegt ihr auch einen Key. Und ja, Sven, wir sehen uns, würde ich sagen. Ja. Wir haben beim nächsten Mal, wie du schon siehst, 22 Zombies zu töten, bevor wir aus dem Bahnhof rauskommen, ne? Ja, die werden wir dann wohl beim nächsten Mal bereitstellen. Ganz kurz noch eine Frage. Dein Bloodpack unten, ist es jetzt noch rot oder grün? Rot. Ah, nee, oder? Du Lacker. Du bist drum rumgekommen. Okay, gut. Ja. Naja, gut. Dann bin halt eben nur ich vergiftet. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist komisch. Aber vielleicht, weil du halt hinter den Kisten da nicht vorgekommen bist, konntest du halt eben auch nicht angegriffen werden von dem einen speziellen Zombie. Der hat sich zwei Wochen lang nicht geduscht und naja, das hat er mich jetzt an mich übertragen. Armer. Ja, ich weiß. Armer. Aber sagen wir mal so, es kann auch sein, dass es einfach nur der Noob-Bonus ist. Was? Ja. Das werden wir beim nächsten Mal etwas näher gründen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ein Tschüss von mir und ein Tschüss von Sven. Sven. Also so, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.